Es ist eine neue Situation bei uns gekommen. Es hat mich Samstagabend mein Stiefsohn mich angerufen. Dirk, sein Sohn aus der ersten Ehe. Er hat mir gesagt, ja, pass auf, meine Mama hat mich rausgeworfen. Letzte Woche Sonntag stand er hier um 10 Uhr mit 10 Säcke mit Kleidung hier vor Tür. Und ich habe mir nur gedacht, ja, super, ich habe mich gefreut. Er liegt jetzt in das frisch renovierte Zimmer, wo der Dirk gearbeitet hat, das letzte. Ja, man stellt sich dann meistens immer sofort vor, dass wenn man in die Zimmer hier reingeht, dass die Kinder noch da sind. Man hört so im Kopf dann so die leichten Kindergeräusche. Aber im Endeffekt weiß man, dass die Kinderzimmer leer sind. Nur dann abwarten. Klar lenkt sich der Dirk ab mit der ganzen Arbeit, die er hier leistet. Dass er hier renoviert und sonstiges alles macht. Er ist ein herzensguter Junge, nur leider seine Mutter hat viel versaut. Ja, weil er nicht so regelmäßig in Kontakt mit seinem Papa haben durfte. Das war wirklich so, die hat viel unterbunden, viel verboten, hat selbst Leute damals aufgehetzt. Dann gehen wir mal den Mike wecken. Der braucht ein bisschen länger, ist ein kleiner Morgenmuffel. Mike? Mikey? Ey. Das war eine Flanke. Das war eine Flanke, eindeutig. Ich bin ein Toter. Gar keine Reaktion. Jetzt versuchen wir es beim Opa. Schatz! Wach werden, du musst mir helfen. Wenn du nicht aufstehst, ne, und mir nicht hilfst, deinen Sohn wach zu machen, muss ich dich leider aus dem Bett ziehen und mit dem Kopf aus dem Fenster halten. Alter Mann! Los! Wach werden! Frisch gestriegelt. Jetzt so eine Röhrchen und ich hoffe dann, dass die beiden Kerle dann wach sind. Guten Morgen. Was? Boah, koch dir einen Kaffee oder mir Energy, hau dir einen Schluck auf den Binsen. Aber hör auf zu nuscheln, Alter. Lass mal, muss ich gleich meinen Stift in den Sack kriegen. Und dann muss ich mal Ordnung in die Küche halten, ne? Und dafür hab ich dich doch. Wie weit bist du, Schätzelein? Der kommt und geht, wann er will. Und meldet sich an, wenn er wieder nach Hause kommt. Weil er hat ja keinen Schlüssel.
bin hier so schnell wach wie ihr. Okay, alles klar. Dann gehe ich wieder rüber, ne? Und? Was? Nicht noch im Land der Toten, ja? Nö, ich denke mal, der wird hier. Es ist wie, als ob man so einen zu Gast hat. Der kommt und geht. Ansonsten, solange wie mein Sohn und Mann zufrieden ist, passt halt vollkommen. Das ist klein Mikey. Da war er noch jung. Das ist eigentlich so alles, was ich von ihm hab. Ist das so ein bisschen Wehmut, verpasste Zeit? Nein. Verpasste Zeit, ja. Man wusste sowieso nie, was los war. Und die erste Zeit hatte ich ihn ja. Und dann kam halt die Trennung. Und seitdem ich dann von Mike nichts mehr gehört habe, habe ich dann gesagt, okay, ich sag, dann muss ich warten, bis er alt genug ist. Irgendwann happy. Irgendwann happy. Ja. Sitzt da im Schneider, sitzt auf dem Bett und ist am Rauchen. Ja, brauch ich auch morgens. Der ist im Schneider, sitzt auf dem Bett. Der ist gerade im Wachmodus. Ja. Also sozusagen. Der braucht ein bisschen länger. Und das mit 23. Krieg ich mich nie auf. So, jetzt brauche ich erst einen Kaffee. Das ist genauso wie beim Dirk, wenn er zu tief und fest schläft, müsstest du den wirklich brutal wecken. Der hat seine eigene Zeit, wo er ausstehen kann, weil der ist ja so ungefähr wie ich. Genauso faul. Und soll er ein bisschen genießen, weil das hat er zu Hause bei seiner Mutter wohl kaum gehabt, dass er so lange pennen durfte. Ich warte jetzt nur auf den anderen, weil der Mike wollte Rührei mit Speck und Zwiebeln machen. Daher. Und ich alles gekauft habe. Darum warte ich auf ihn. Ich glaube, er hat aufstehen, Alter. Da bist du schwanger oder was? Nee, ich bin nur aus der Corona-Form geraten. Ah, Corona-Form, ja? Aufstehen. Ich zeig dich an wegen seelischer Grausamkeit. Mann, ey. Das ist ein bisschen Nervtöten, ne? Was? Ein bisschen Nervtöten, ne? Auch das noch. Was? Eine Kippe. Ich weiß ja nicht, was du immer veranstaltest, aber der Gnädige ist wach. Das ist sofort zum Aufstehen. Ich kann ja nichts für. Aber immerhin ist er schon im Bad. Den letzten Kontakt, den ich hatte, da war er 4. Den Kontakt wieder aufnehmen können, da war er 17. Das sind 13 Jahre. Wo ich weder ihn gesehen habe, noch mitgekriegt habe, was aus ihm geworden ist und noch sonst was. Das hat meine Ex-Frau verschuldet. Und
Daraufhin habe ich ja dann alles abgegeben. Dann habe ich gesagt, ich sag, Hauptsache, der ist in guten Händen. Ich sage, wenn nicht, ich sag, reiß ich dem Jugendamt den Arsch auf. Ist er aus dem Bad raus, Feuerwehr? Ja. Guten Morgen. Morgen. Und wann bist du überhaupt im Bett gegangen? Da man du schon längst im Koma warst. Also du machst jetzt Rührei. Dann frühstücken wir noch zusammen. Dann mache ich mich fertig, gehe für die Viecher fressen wollen. Würdest du dann mit Vater Müll und Wäsche und sonstiges machen? Ja? Kann ich machen. Ja. Dankeschön. Dann sind wir wieder mal dazu verdonnert. Aber nicht rum, ey. Du bist feiern. Was soll das denn heißen? So ne Mann, ich will das. Sieht aus wie keine Ahnung was. Wo sind denn die Töpfe und so? In den kleinen Schrank. Ja, dann komm mal.